verstecken. Mann, ey. Ich hab den Pfeil doch schon im Anschlag. Da. Nein, jetzt bin ich wieder entdeckt. Ach Gott, ich kotze. Mann. Jetzt versteckt, entdeckt, versteckt, entdeckt, versteckt, entdeckt. Ja, nein, okay. Das muss irgendwie anders gehen. Muss dann noch ein Zaubertrank des der Unsichtbarkeit haben. Maika. Maika. Nein, 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 nein. Pardon. Bis zu 60 Sekunden 10% schwerer zu entdecken. Das ist mir doch egal, ich will unsichtbar sein. Okay. Da muss ich das. Ach, komm schon. Und? Ja! In your face, bitch. Mal schnell mal die Waffe stecken. Oh, was ist denn hier passiert? Mein Gott, eine Leiche. Wie furchtbar. Wer könnte das nur getan haben? Ich. Diese Träume sind real, das sag ich euch. Real. Sie ist tot. Was machen wir jetzt? Oh, nehmen wir sie erstmal aus. Kein Problem. Das darf nicht wahr sein. Oh mein Gott. Wer hätte damit rechnen können, dass sie stirbt? Furchtbar. Jetzt suchen wir noch mehr raus. Dass sie die Dämmer plündern es. Und dann können wir auch schon wieder gehen. Finde ich gut. In der Nähe vom ist vielleicht sogar und vielleicht... Ich kann ja schon mal die nächste Quest aktivieren. Töte Papius. So. Ist das hier oben? Nee, das ist die Kaserne. Ach komm, willst du mir jetzt sagen, dass ich da nicht durchpasse oder wie? So viel bin ich auch nicht. Das ist die Kaserne, Schmiede. Hopp. Hafen. Das hier. Hier fehlt's raus. Brians Haus, Janas, whatever, also Stöffel. Na komm, wo ist Beatlets Haus? War das nicht Beatlet, die ich töten musste? Ja, Beatlet. Ah, ich habe ja den Schlüssel. Ich bin der neue Eigentümer dieses Hauses. Hallo. Wow, toll. Wow, hier gibt's absolut nichts. Das ist ja fantastisch. So, dann muss ich jetzt. Wo muss ich denn jetzt hin? Dahin. Töte Emil Pribius. Da gehe ich am besten mal hier nach Geigenfelsen. Mara ist die Göttin der Liebe und des Mitgefühls. Einer ihrer Tempel steht in Riften. Genau. Das wissen wir schon, weil wir da schon waren. Um zu heiraten. Oh, ja. Nein, warte. Krummsäbel. Okay. Gut, 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 gut. Was zu Eisenerz? Braucht keine Sau. Die letzte Zielperson müsste draußen sein. Oh, eine Ziege. Was es uns natürlich einfacher macht. In your anus. Diese Zielperson zu töten, ohne dass uns jemand sieht. Ja, komm on. Leere Ziegen sind ätzend. Hopp. Hat da jemand sein Lager aufgeschlagen? Scheint so. Liegt da einer? Nö. Oh, da ist jemand. Ich gleich mal meinen Seelenpfeiler anwenden. Ja. Sehr gut. Wirklich geil. Kann ich doch gleich mal gucken, ob jetzt der schwarze Stern. Oh nee, das ist schade. Hä? What the fuck? Was machst du denn hier? Zack, in your Kopf.
Gold. Okay. Gut, gut. In Ordnung. Damit können wir auf jeden Fall unsere Seelensteine auffüllen. Mit den vielen Seelen hier. Ein Wasserfall. Das heißt möglicherweise, dass wir diesen Wasserfall irgendwas ist. Was ist das denn? Blöde Schlammfarbe. Da ist ja noch einer. Noch einer. Dann gehe ich jetzt mal auf. Ich will Schmiedekunst. Schmiedekunst. Elfische Schmiedekunst. Gestärkte Rüstung. Kanglas Schmiedekunst. Drachenrüstung. Orkische Schmiedekunst. Ebenerz Schmiedekunst. Nein, ich möchte Schießkunst. Hört sich eigentlich nicht so oft. Ach egal. Bögen sind ja schon toll. So, hallo. Was wollt ihr hier? Verschwindet! Nein, ihr wart zu Recht. Ihr wart zu Recht. Was? Was? Was meint ihr? Oh! Oh! Nein! Nein! Doch, doch. Genug! Ah! Zack! Kein Sinn. Okay. Die kriege ich Gold. Okay, mehr hat er nicht. Gut, das waren alle Zielpersonen. Dann können wir gleich zurückgehen. Oh, ein Gold. Das will ich jetzt auch schon mitnehmen, wenn ich schon mal da bin. So, aber hier hinter ist ja noch was. Das sag ich doch. Auch wenn es nur eine Schatulle ist. Komm. Ach, Mann, ey. Scheiß Dreck. So, wir sind noch da. Zack. Okay. Nee, gab's hier nicht. Gut, dann mal Karte und zurück zur dunklen Bruderschaft. Zuflucht der dunklen Bruderschaft. Ein Assassine der dunklen Bruderschaft übt die Kunst des Tötens und muss bereit sein, für sein Verbrechen einzustellen mit bla bla bla. Iliadua. Level 22 erreicht. Dafür hat sich's doch schon mal gelohnt. Jetzt können wir gleich Bescheid sagen, wir haben alle Quests erledigt. Doch die Mutter der Nacht ist uns allen eine Mutter. Ihrer Stimme folgen wir, ihrem Willen. Würdet ihr es wagen, ungehorsam zu sein? Und dafür bestraft zu werden? Redet nur weiter, kleiner Mann. Dann sehen wir, wer hier bestraft wird. Oh, seid doch still, ihr alter Brummbär. Der Mann hat eine lange Reise hinter sich. Ihr könntet wenigstens höflich bleiben. Herr Cicero, ich für meinen Teil bin erfreut, dass ihr und die Mutter der Nacht eingetroffen seid. Eure Anwesenheit hier läutet eine willkommene Rückkehr zu alten Werten ein. Oh, was für ein gütiger und weiser Zauberer ihr seid. So verdient ihr euch sicherlich die Gunst unserer Dame. Mit Arschkriecherei, oder? Ihr und die Mutter der Nacht seid hier natürlich immer willkommen, Cicero. Und man wird euch den Respekt entgegenbringen, der euch aufgrund eurer Rolle als Bewahrer gebührt. Verstanden? Gemahl? Oh ja, ja, ja! Danke, danke, danke! Aber täuscht euch nicht. Ich bin immer noch das Oberhaupt dieser Zuflucht. Mein Wort ist das Gesetz. Sind wir uns in diesem Punkt einig? Oh ja, Herrin! Perfekt! Ihr seid der Boss!
Na, ihr seid der Boss. Ah, da seid ihr ja gut. Meine Unterhaltung mit diesem brummelnden Tölpel war sowieso beendet. Wir haben Geschäftliches zu bereden. Habt ihr einen Auftrag für mich? In der Tat. Ihr müsst in Markart mit der Assistentin des Trankmischers reden. Ihr findet sie wahrscheinlich in der Hexenheilerei, wenn der Laden geöffnet ist. Das Mädchen hört gar nicht mehr auf zu fluchen. Sie will ihren einstigen Geliebten tot sehen. Anscheinend hat sie das schwarze Sakrament vollzogen. Ihr Name lautet Muiri. Ihr müsst mit ihr reden, den Auftrag vereinbaren und ihn dann vollstrecken. Sind doch was? Tut einfach, was der Auftrag von euch verlangt. Seid professionell, vertretet uns gut und erledigt eure Arbeit. Da es sich um euren ersten Auftrag handelt, dürft ihr behalten, was immer Muiri euch zahlt. Sie wird bestimmt großzügig sein, sind sie immer. Gut, aber erstmal muss ich die anderen Aufträge abgeben. Sonst bekomme ich doch keine Kohle. Und Kohle ist wichtig. So, wo ist er denn, der gute Achtung? Hallo, jo, Kumpel, warte mal. Wie ist es euch mit Ennodius Papius ergangen? Habt ihr bewiesen, dass sein Verfolgungswahn gerechtfertigt war? Er ist tot. Gut, ich hoffe, ihr wart in dieser Holzmühle vorsichtig. An den ganzen Holzsplittern und Nägeln kann man sich ziemlich übel verletzen. Ihr habt gute Arbeit geleistet, hier ist eure Bezahlung. Dann bin ich fertig. Bruder. Naffi ist tot. Glückwunsch. Ihr habt einen abgemagerten Bettler kaltblütig ermordet. Vor euch muss man wirklich Angst haben. Oh ja. Hier habt ihr eure Bezahlung. Ob der Tag jemals kommen wird, an dem die Bewohner von Himmelsrand unsere Dienste nicht mehr benötigen? Wahrscheinlich nicht. Bettlied ist tot. Natürlich ist sie das. Wie ich hörte, ist das Bergbauwesen voller Halsabschneider und die Arbeitszeiten sind mörderisch. Ich könnte das den ganzen Tag lang tun. Hier, eure Bezahlung. Alles klar. Gute Jagd. Und die nächste Quest. Sprich mit Muri. 500 Gold hinzugefügt. Sehr nice. Die kann ich eigentlich noch tragen? Auch genug. Nach oben hin sind die Grenzen offen. Wer bist du eigentlich? Noch ein Familienmitglied. Hallo, hallo. Es ist so schön, euch zu sehen. Wie schön, euch zu sehen, Cicero. So höflich, so nett. Cicero mag euch. Die Mutter der Nacht wird euch bestimmt auch mögen. Oh, wir werden beste Freunde sein. Beste Freunde! Warum seid ihr in die Zuchtflucht gekommen? Die Gruft der Mutter der Nacht in Braville wurde geschändet. Die kaiserliche Provinz ist von Kämpfen verwüstet. Zurzeit ist es dort nirgendwo sicher. Also hat Cicero unsere Dame in ihr neues Zuhause gebracht. Hierher! Das ist die einzige in Himmelsrand verbliebene Zuflucht. Das gebot meine Ehre als Bewahrer. Was sind die Pflichten eines Bewahrers? Oh, Cicero kümmert sich um die Leiche unserer Dame. Ölt sie ein, konserviert sie, hält sie sicher. Er sorgt dafür, dass niemand sich dem Sarg unserer Oberin respektlos nähert. Okay. Danke für die Information. So genau würde ich das aber gar nicht wissen. Was gibt's hier eigentlich? Geht und kümmert euch um den Muiri-Auftrag. Ja, ja, ich bin da schon. Das wird der letzte Auftrag gewesen sein, das verspreche ich. Hallo. Sterbliche stellen Sittles oft als Skelettwesen da, um seine Verbundenheit mit dem Tod zu symbolisieren. In Wirklichkeit ist der Fürst des Schreckens formlos mit die unendliche Leere. Oder sowas in der Art. So, jetzt geht es nach Markart? Markart. Genau gesagt, Festung Unterstein. Im Gefängnis verlierst du einen Teil deines Fortschritts zur nächsten Stufe. Je länger die Strafe, desto mehr Fertigkeiten sind betroffen.